Was ist Wahrheit, gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz? Dieser Frage geht der weltberühmte Filmemacher Werner Herzog in seinem neuen Buch nach. Im Literaturclub sprechen wir über diese neuen Texte. Wie kommt der da hin? Der Literaturclub aus dem Papiersaal Zürich. Willkommen im Literaturclub aus dem Papiersaal in Zürich. Ohne Lesen hat alles keinen Sinn. Das ist verkürzt gesagt das Fazit aus einem Kapitel aus Werner Herzogs neuem Buch, über das wir gleich als Erstes sprechen werden. Und ich glaube, hier in meiner Runde würden das alle unterschreiben. Ohne Lesen hat alles eigentlich gar keinen Sinn. Thomas Sträßle, Literaturwissenschaftler und schon länger Gast des Literaturclubs als Literaturkritiker. Nina Kurns, Autorin und Redaktorin der Schweizer Wochenzeitschrift Das Magazin. Und jetzt können wir Sie besser kennenlernen als Leserin, denn Sie sind ab jetzt neu im Team der Kritikerinnen und Kritiker des Literaturclubs, worüber ich mich sehr freue. Besuch aus Berlin, Deborah Feldmann. Mit Ihrem ersten Buch Unorthodox haben Sie ein riesiges Publikum begeistert. Sie sind Autorin und Schriftstellerin, Sie sind aber auch Leserin. Das Lesen war und ist für Sie existenziell und darüber sprechen wir später noch. Irina Schönen wird heute die Ausschnitte aus den Büchern vorlesen. Willkommen. Vier Leute und vier Bücher, über die wir heute Abend sprechen werden. Thomas Sträßle, Sie haben das Buch von Werner Herzog mitgebracht. Ja, Sie haben es ja schon vorweggenommen. Ein Buch, das den schönen Titel trägt, Die Zukunft der Wahrheit. Ein enorm wichtiges Thema im Zeitalter von Fake News, Post-Truth und künstlicher Intelligenz. Und außerdem ein Autor, der sehr viele auch lustige Geschichten zu erzählen weiß. Nina Kurns, Sie haben ein Buch einer herausragenden Journalistin und Schriftstellerin dabei. Genau, ich habe ein Buch von Melikiak mitgebracht. Es heißt, Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. In dieser Erzählung geht es unter anderem um die Frage, was bleibt, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren? Und Deborah Feldmann, Ihr Buch führt uns an einen speziellen Ort, von dem wenige Leute etwas wissen. Ja, das Buch heißt Birobidschan und Birobidschan gab es und gibt es wirklich. Dennoch ist der Ort Birobidschan in diesem Buch nicht der wirkliche Birobidschan, sondern Birobidschan als alternative Möglichkeit. Und ich finde, es ist sehr schwierig vorzustellen und es ist auch schwierig zu verstehen, aber das mindert das Lesevergnügen auf gar keinen Fall. Und ich habe dabei von Elizabeth Strout Am Meer. Elizabeth Strout, eine Autorin, die ich erst kürzlich für mich entdeckt habe. Am Meer handelt von einer Schriftstellerin, Lucy Barton heißt sie. Das Buch heißt übrigens auf Englisch Lucy by the Sea. Lucy Barton ist in Maine in der totalen Abgeschiedenheit mit ihrem Ex-Mann und denkt da über ihr vergangenes Liebesleben nach und über das Leben ihrer Töchter. Und das in unsteten Zeiten, während der Pandemie und während der letzten Präsidentschaftswahl in den USA. Werner Herzog, er ist ein Mann der starken Bilder und der großen Stoffe. Neben Spielfilmen mit dem Extremdarsteller Klaus Kinski gehören auch Dokumentarfilme zu seinem Oeuvre. Auch hier mag er extreme Figuren, Diktatoren oder Straftäter oder auch dieser Pinguin hier auf dem Cover spielt eine Rolle in einem seiner Dokumentarfilme. Denn dieser Pinguin ist ein Einsiedler. Er mag es lieber alleine als in der Gemeinschaft. Werner Herzog ist auch Opernregisseur, er ist Synchronsprecher, Schauspieler und eben auch Autor. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben und jetzt ganz neu Die Zukunft der Wahrheit. Thomas Sträßle, würden wir dieses Buch besprechen, wenn es nicht von Werner Herzog wäre?
Es ist nicht so, dass ich vor Bewunderung sofort in die Knie gehe, wenn ich dem Namen Werner Herzog begegne oder vor Entzücken außer mich gerate. Aber es ist natürlich ein berühmter Mann, ein berühmter Name. Aber der Grund, wieso wir hier darüber sprechen, ist das Thema und ist auch der Titel, die Zukunft der Wahrheit. Das ist wirklich eine Frage, die sich in der Gegenwart stellt. Und er stellt diese Frage nicht als Philosoph. Er sagt auch gleich zu Beginn, niemand weiß, was das ist, die Wahrheit. Es ist nichts, das sich irgendwo verborgen hält oder das sich irgendwo enthüllen ließe. Sondern es ist etwas, nach dem wir ständig suchen und diese Suche auch nie aufgeben sollten, denn sie unterscheidet uns von den Kühen auf den Weiden, wie Beleidigung der Kühe, aber das kann ja mal vorkommen. Und es ist auch kein Zufall, dass dieses Buch jetzt erscheint. Es erscheinen auch andere Bücher. Caroline Imke zum Beispiel hat gerade ein Buch veröffentlicht, was wahr ist. Und das Gute ist, dass Werner Herzog diesen Begriff auffächert. Also er historisiert ihn, er erzählt Fake News aus Jahrtausenden Geschichten. Also das geht bis weit in die Antike zurück. Er spricht von der Wahrheit, von Gefühlen. Er spricht von der Wahrheit, die zustande kommt, über den Umweg, über eine Unwahrheit. Er spricht über Wahrheit, die eine Konstruktion von Vorurteilen ist. Er spricht über unsere Bereitschaft zum Selbstbetrug. Und er spricht auch über die Wahrheit der Kunst. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir hier darüber sprechen. Wir sind ja ein Literaturclub. Und wenn Wahrheit eine Erzählung ist, dann muss uns das unmittelbar angehen, weil die Literatur natürlich sehr viele Techniken entwickelt hat, wie man Wahrheit plausibilisieren kann, wie man Wahrheit herstellen kann, wie man eine Identifikation herstellen kann mit dem, was man erzählt. Und das tut er auf ganz außerordentliche Weise. Er hat dann am Ende nicht ein Rezept, wie wir in der Gegenwart quasi alle Probleme lösen könnten. Das kann man aber auch von niemandem erwarten. Dazu ist die Entwicklung zu neu und zu schnell und an zu vielen Fronten unterwegs. Aber er hat ein paar ganz einfache Grundsätze, nämlich, dass wir immer mehrere Quellen überprüfen sollen, dass wir ein kritisches Denken schulen sollen, dass wir letztlich auch im Umgang mit dem Internet genauso erwachsen werden müssen, wie wir das schon mit der Fotografie und mit dem Radio geschafft haben. Also ein Buch, das eigentlich mehr Dinge auslegt oder vorführt, als dass es sie beantwortet. Aber das ist das Privileg eines Essays. Und das ist ein sehr schmaler, aber sehr amüsant und unterhaltsam zu lesender Essay, der einen gleichzeitig auch zum Denken bringt. Nina Kunz, Sie als Autorin und vor allem als Journalistin müssen ja schauen, dass Ihre Fakten stimmen. Also das mit der Wahrheit hat bei Ihnen wahrscheinlich eine andere Bedeutung als jetzt in den Essays von Werner Herzog. Wie haben Sie dieses Buch gelesen? Ich habe dieses Buch vor allem einigermaßen amüsiert gelesen. Was damit zu tun hat, dass sich die Lektüre für mich ein bisschen so angefühlt hat, als würde ich einen Spaziergang machen durch Werner Herzogs Hirn. Und er erklärt mir dann so ein bisschen, was da alles so rumliegt. Und das sind zum Beispiel Anekdoten über Aliens oder über Ramses II. Oder über den Boxer Mike Tyson, der sich offenbar gut mit den Merowingern auskennt. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass Herzog ein bisschen besser erklärt, wie er all diese Geschichten und Anekdoten zusammendenkt mit seinen Überlegungen zum Wahrheitsbegriff. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass er sagt, Fakten alleine machen noch keine Wahrheit. Weil Fakten sind leblos, sie geben keine tiefere Einsicht und vor allem sind sie kontextabhängig. Und da musste ich natürlich sehr stark an meinen Beruf als Journalistin denken. Denn welche Fakten ich zum Beispiel auswähle, wenn ich einen Text schreibe, wie ich einen Text gliedere, was für eine Stimmung ich erzeuge, kann ja alles beeinflussen, wie die Lesenden dann diesen Fakt wahrnehmen. Daher glaube ich, dass das Buch zwar ziemlich eklektisch ist, aber dennoch einige sehr gute Inputs gibt, um darüber nachzudenken, dass Wahrheit vielleicht nicht diese absolute Sache ist, die über allem schwebt, sondern in Wahrheit furchtbar kompliziert. Deborah Feldmann, Werner Herzog beschreibt ja auch in diesem Buch immer wieder von der Bewegung, von einem Streben nach Wahrheit. Was hat Sie daran interessiert? Also ich muss zuerst was beichten. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Werner Herzog-Film gesehen.
Das sagt aber gar nichts über mich aus, weil ich habe überhaupt wenige Filme gesehen, weil ich bin ohne Fernseher aufgewachsen und ich habe irgendwann verstanden, ich will es eh nie schaffen, nachzuholen mit allen Filmen, die ich verpasst habe. Deshalb werde ich es gar nicht versuchen, ich bleibe einfach bei den Büchern. Von daher ist es auch so, dass es nicht mein erstes Werner Herzog Buch ist. Ich habe immerhin einige andere Bücher von ihm gelesen, obwohl ich die Filme nicht schaue. Weil ich finde, Werner Herzog ist ein Kunstwerk für sich. Das kann man auch abgesehen von den Filmen erleben. Und tatsächlich habe ich in diesem Buch auch das Gefühl gehabt, ich bin in seine Gedankenwelt. Ich erfahre, wie es ist, Werner Herzog zu sein und wie es ist, durch seine Augen die Welt zu erleben. Und ich erfahre vor allem, was er so alles liest. So habe ich den Eindruck gehabt. Und ich habe das Buch übrigens als Hörbuch gehört, weil er das selber einliest. Und das hat es nochmal was gegeben, dass ich mich ihm immer noch relativ nah fühle. Und was ich erlebt habe, während ich das hörte, war, dass meine eigene Gedankenwelt sich parallel zu seiner entfaltet hat. Und ich habe mir selber sehr viele Fragen gestellt zur Wahrheit und Lüge. Und am Ende bin ich mit dem Verständnis rausgekommen, dass die Wahrheit ein bisschen ist wie die Sonne. Wir dürfen sie nie direkt anschauen. Wir müssen immer gucken, dass wir von allen möglichen Winkeln vorsichtig rangehen und dass oft die eigentliche Wahrheit in der Lüge zu finden ist, solange die Lüge kein Geheimnis daraus macht, dass sie lügt. Und noch dazu hat mich sehr getröstet, dass, obwohl wir ständig hören, dass wir in einer Zeit von Fake News leben, was er uns eigentlich zeigt, ist, wir waren schon immer in Zeiten von Fake News und wenn überhaupt, haben wir da Fortschritte gemacht und nicht Rückschritte. Ja, wobei die technischen Möglichkeiten, die Umlaufgeschwindigkeiten sich natürlich schon massiv gesteigert haben. Wenn wir jetzt hier von gefälschten Urkunden und so lesen, das ist schon eine andere Zeit. Und er spricht eigentlich von Texten, er spricht nicht von Bildern, er spricht auch nicht so sehr von Filmen, oder? Wir bräuchten eigentlich so eine neue Disziplin wie Fake Studies, wir müssen uns der Problematik stellen. Und ich finde, man muss ein bisschen wegnehmen von der Figur Werner Herzog. Ist natürlich, man macht einen Spaziergang durch den Kopf von Werner Herzog und so, aber er bringt einfach wirklich gute Beispiele. Die schwierige Frage, worin besteht eigentlich die Wahrheit von Kunst, die beantwortet er auf eine hervorragende Weise mit Beispielen. Daniel Defoe, ein Journal über ein Pestjahr, alles erfunden, aber wahrscheinlich erfährt man da mehr über die Pest und wie die Menschen sich zueinander verhalten haben und welche Konsequenzen das gehabt hat, auch innerliche Konsequenzen, körperliche Schmerzen, Trauer, als wenn man jetzt einfach eine historische Chronik lesen würde. Und er bringt natürlich auch tolle Beispiele aus seinen eigenen Filmen. Und er hat ein unglaublich gutes Selbstbewusstsein. Er legt Blaise Pascal ein Zitat in den Mund, das er selber erfunden hat und sagt, so gut hätte es Blaise Pascal gar nicht sagen können wie er. Darüber muss ich sehr lachen. Und das ist so Größenwahn oder Selbstironie, wo die so ein bisschen zusammenkommen. Das ist aber Sie haben jetzt diese Anekdoten, also diese Geschichten, haben Sie erwähnt. Mit welcher Geschichte konntet ihr am meisten anfangen? Also welche Anekdote hat euch gefallen und auch eingeleuchtet, weil manche Anekdoten sind ja einfach da um der Anekdoten willen. Ich liebte diese Szene, wo er so einen Film dreht und in dem Film ist ein Priester und dann kommt jemand auf ihn zu und sagt, er will eine echte Beichte machen, aber er will es sozusagen in dem Film mit diesem verkleideten Priester machen. Und er hat gar keine Ahnung, was der Mensch sagen wird, aber er sagt, okay, wir machen die Kamera wieder an und ich bin jetzt hier Priester und mach mir eine Beichte und am Ende kommt etwas raus, was viel wahrhaftiger ist, als wenn es in der Kirche stattgefunden hätte. Und das hat mich wirklich sehr berührt, weil es hat mir gezeigt, dass wir gerade in Bereichen, wo wir die Wahrheit nicht mal als Maßstab halten, ja, da kann man die Wahrheit entdecken, wenn man auch manchmal die Suche nach der Wahrheit loslässt. Und ich glaube, manchmal wir sind so in diesem Streben verfangen, dass wir uns auch oft verleiten oder verführen lassen durch diese Versuchung, in die man kommt, wenn man so etwas anstrebt. Und dieser Moment hat mich an eigene Momente erinnert, wo gerade da, wo man das nicht sucht und man das nicht erwartet, erlebt man eben diese ekstatische Wahrheit, von der er spricht. Das ist ja ein absolut spektakulärer Gedanke, oder? Also eine Wahrheit, die entsteht in einem Setting, das erfunden, gelogen, gefaked ist. Oder das ist dann ein Wahrheitsverständnis, das weit ab von dem ist, was man so in der philosophischen Tradition unter Wahrheit versteht. Kohärenz, Adäquation, all diese Dinge, sondern etwas, was empor
sticht aus einem Setting, das eigentlich trügerisch ist. Genau, also ich fand diese Vorstellung, dass man beim Betrachten eines Gemäldes oder beim Hören eines Musikstücks vielleicht eine Art von Wahrheit entdecken kann, er sagt ja auch innere Erleuchtung, die man nicht hat, wenn man 15 Fakten liest, das fand ich sehr poetisch und nachvollziehbar. Es gab aber auch einen Satz, der mich so ein bisschen ratlos gestimmt hat, weil er sagt, also er definiert Wahrheit ja als immerwährende Bemühung, sich der Wahrheit anzunähern. Und das fand ich dann doch ein bisschen gar vage, weil ich mich gefragt habe, okay, aber woran nähern wir uns dann an und können wir wenigstens darüber reden, was das für eine Richtung hat, in der der Weg geht? Also ja. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass ihr alle begeistert seid oder teilweise begeistert seid. Ich hatte teilweise Mühe mit der Art, wie er geschrieben hat. Es gibt ein Kapitel, wo er eine ganze Verdi-Oper zusammenfasst, ja, auf mehreren Seiten, wo ich mich frage, wieso tut er das? Ja. Ich meine, man kann das Libretto lesen, man kann im Internet, das es ja gibt, wie er uns erzählt, kann man das nachschauen und die Zusammenfassung schauen oder auch nicht. Ich fand auch, dass manche Anekdoten wie Versprechen anfangen, zum Beispiel so kollektive Erinnerungen an den Tod von Lady Diana. Er fängt dann an und verliert einfach die Spur, verliert den Faden und nimmt den nicht wieder auf. Das hat mich beim Lesen manchmal ein bisschen frustriert. Das ist ein höchst origineller Gedanke, Wahrheit von Gefühlen, die er nicht nachvollziehen kann, wo er aber dann zum Ende kommt, sie sind echt, auch wenn er sie nicht versteht. Und ich meine, der mit der Oper, ja, das ist ökonomisch mit ihm ein bisschen durchgegangen. Er erzählt halt über 4 Seiten die Oper nach. Ja, ist ja auch mal lustig, erfährt man mal eine Oper, von der man nie was erfahren hätte. Ich glaube, das Gespräch über dieses Buch ist fast interessanter als das Buch selber. Ich habe mich ein bisschen so gefühlt wie an einem Apero, wie man in der Schweiz sagt. Ein Apero ist ein Umtrunk. Und dann ist man am Buffet, holt sich was zu trinken, trifft auf jemanden und dann kommt ein Einwegmonolog, aus dem man irgendwie nicht mehr rauskommt. Und am Schluss bedankt sich der ältere Herr für das anregende Gespräch. Das ist jetzt aber eine sehr polemische Zusammenfassung. Ich meine, es lobt natürlich unsere Runde, das nehmen wir dankbar entgegen, nicht wahr? Dass wir interessant sind als Werner Herzog. Aber ich habe es zweimal gelesen. Beim ersten Mal hatte ich den ähnlichen, beim zweiten Mal habe ich gemerkt, wie das alles zusammenhängt. Das heißt, Sie geben mir noch eine Chance, es gut zu finden. Das ist viel raffinierter, als man beim ersten Anblick denkt. Ich sage es mal so, im englischsprachigen Raum sind solche Essay-Strukturen eigentlich häufiger. Also das, in Deutschland vor allem ist man sehr streng mit solchen Essays. Also man nimmt es schwer hin, dass es nicht eine klare chronologische oder sonstige Struktur folgt und so. Aber dieses assoziative, elliptische gibt es im englischsprachigen Raum und auch im französischen Raum seit langem. Und ich habe mich darin sehr wohl gefühlt und habe damit gar kein Problem gehabt, dass hier ein Faden verloren ging und hier eins wieder aufgegriffen wurde. Das ist die Freiheit des Essays. Ja. Hat auch keine ökonomischen Prinzipien zu befolgen. Der kann von mir aus auch 50 Seiten eine Oper zusammenfassen. Wenn mich das nervt, dann überspringe ich es halt. Was ich natürlich nicht tue. Es hat sich schon angefühlt wie 50 Seiten. Aber es waren nur 3 oder 4 Seiten zum Schluss. La Forza del Destino von Giuseppe Verdi. Deborah Feldmann, damit kommen wir zu Ihnen. Sie sind vor allem in Deutschland, aber auch weit über die Grenzen hinaus, seit dem letzten Herbst ständig in den Medien, viel mehr als zuvor. Sie äußern sich dezidiert und angstfrei zu politischen Themen rund um Nahost und Frieden. Und wir wollen Sie kurz unserem Schweizer Publikum mit einem Einspieler vorstellen. In der deutschen Öffentlichkeit und in Talkshows ist Deborah Feldmann derzeit sehr präsent und äußert sich zu aktuellen Themen rund um den Krieg in Nahost. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nur eine einzige legitime Lehre des Holocausts gibt. Und das ist die absolute bedingungslose Verteidigung der Menschenrechte für alle. Punkt. Ihre Statements sind klar und sie eckt an. Doch sie kennt sich in der jüdischen Geschichte und Religion gut aus. Was Jüdischsein heute bedeutet, wie man es pluralistischer, diverser sehen könnte, darüber hat sie klare Vorstellungen. Und davon handelt auch Judenfetisch, ihr neues Buch. Seit 10 Jahren lebt sie in Berlin, als öffentliche Intellektuelle und Autorin. Lesen und Schreiben, das bedeutet für Deborah Feldmann alles, denn es war nicht selbstverständlich von Anfang an. Sie wuchs als Kind in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn auf, abgeschottet von allem Weltlichen.
und in dem Glauben, der Holocaust war eine Strafe Gottes für sündhafte Juden. Säkulare Bücher und Musik waren verboten. Mit ihrem autobiografischen Buch Unorthodox wurde sie weltberühmt. Es diente später als Grundlage für eine Netflix-Serie. Da, wo ich herkomme, gibt es sehr viele Regeln. Die Geschichte einer jungen Frau, die der geschlossenen Satmara-Gemeinschaft orthodoxer Juden entflieht, in Berlin ein neues Leben beginnt und sich komplett neu erfindet. Deborah Feldmann, wir haben es kurz gehört, dass Bücher für Sie früher nicht einfach zugänglich waren. Wie haben Sie früher zu Büchern gefunden? Denn es war für Sie essentiell und sehr wichtig, überhaupt zu lesen. Ja, das stimmt. Es gab bei uns zu Hause nur eine Sorte Bücher. Das waren die hebräischen Texte, die mein Großvater studiert hat, also Talmud, Mishnah und so weiter. Und die waren Frauen nicht zugänglich. Aber zuallererst habe ich tatsächlich versucht, so ein hebräisches Buch erstmal zu besorgen, weil ich wollte wissen, was ist da drin, was so verboten ist, dass ich sie nicht lesen darf, nur die Männer. Aber dann bin ich schnell umgestiegen auf andere Literatur. Ich fing an, mich in Bibliotheken außerhalb meiner Gemeinde zu schleichen und erstmal da drin zu lesen. Und dann später konnte ich die Bücher nach Hause schmuggeln und unter meiner Matratze verstecken. Bücher waren im Prinzip die Erlösung meiner Kindheit und die haben meine Vorstellungswelt genährt. Und ich habe diese Bücher tatsächlich als Sprungbrett genutzt, also einfach gedankliche, psychologische Sprungbrett. Und dann war ich draußen irgendwann mit einem kleinen Kind und ganz alleine und in prekären Umständen. Und ich habe gedacht, ich würde weiterlesen. Und das Lesen wurde plötzlich sehr schwer, weil ich habe gemerkt, als ich in meiner Kindheit gelesen habe, habe ich verstanden, ich bin hier in meine Blase eingefangen und diese Bücher handeln von der Welt da draußen und vielleicht eines Tages bin ich in der Welt da draußen und dann werde ich leben und nicht mehr zugucken müssen, wie die anderen Figuren leben. Und dann war ich draußen und ich habe gemerkt, es klappt nicht. Ich bin keine Figur in keine Geschichte, ich bin im Niemandsland, ich bin im Vakuum, nichts passiert mir, ich kenne niemanden, man braucht ja Figuren, man braucht Handlungen, um eine Geschichte zu sein. Und das Lesen wurde schmerzhaft, weil ich gemerkt habe, ich bin immer noch in derselben Position, wie ich in meiner Kindheit war. Ich gucke die Welt immer noch von außen an und ich wollte so sehr in der Welt sein. Aber wie hat sich das Lesen für Sie verändert? Also wie lesen Sie heute im Gegensatz zu früher? Weil Sie lesen ja unglaublich viel, mehr als ich, habe ich festgestellt. Als ich Sie eingeladen habe in die Sendung, haben Sie eine ganz lange Liste, von was Sie alles gerade gelesen haben. Mein Lesen ist immer noch sehr existenziell. Das heißt, alles, was ich lese, ist dringend und fühlt sich dringlich an und ist da entweder, um mich zu trösten oder um mir Ideen zu geben oder mir einen Ausweg zu zeigen. Und es ist immer noch da eine große Verzweiflung drin. Aber die Verzweiflung ist nicht mehr auf mich bezogen. Es ist eher auf die Welt bezogen. Ich bin älter und ich habe mein Leben zum großen Teil schon gelebt im Sinne von dieser Entwicklung, die wir machen, wenn wir jung sind. Ich bin erwachsen, mein Sohn ist erwachsen. Also ich bin einigermaßen angekommen in meine eigene Geschichte. Aber die Welt, sie verdutzt mich noch. Und ich glaube, das, was ich jetzt lese, ist ein Versuch, wenn nicht die Welt zu verstehen, sie zu verzeihen, dass sie so ist, wie sie ist eben. Wir gehen nach Birobidzhan. Das ist ein Ort im Osten Russlands, nahe der chinesischen Grenze. Diesen Ort gibt es tatsächlich. Gegründet oder ausgerufen hat diese Region rund um Birobidzhan Josef Stalin für jüdische Menschen. Das war ein Ort, wo Jiddisch die Hauptsprache war. Eigentlich eine nomadische Sprache sonst. Und Birobidzhan, das ist auch der Roman von Tomer Dotan-Dreyfus. Tomer Dotan-Dreyfus ist ein deutsch-israelischer Schriftsteller, der in Berlin lebt. Seine erste Sprache ist Hebräisch. Er hat dieses Buch aber auf Deutsch geschrieben und landete damit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis im letzten Herbst. Und bevor wir in die Diskussion gehen über dieses Buch, nehmen wir uns zuerst ein Ohr voll. Ich bitte Irina Schönen. Eins.
In Birobidzhan war alles anders. 2. Der Fischer Boris Klein hatte den Köder mit dem Haken durchstochen und die Angel im Eisloch des zugefrorenen Sees ausgeworfen. Es war einer dieser ruhigen Tage zu Beginn des Frühlings, an denen nicht mal die Bocher aus der nahegelegenen Kosnikowa-Straße auftauchten, um ihn zu nerven. Meistens liefen sie stundenlang Schlittschuh auf dem See, besonders gerne im Bereich der Fischereizone. Sie taten das wegen des Adrenalinkicks, denn sie wussten sehr wohl, wie gefährlich scharfe Schlittschuhe auf dünnem Eis waren. Nun war Mai und eigentlich durfte niemand mehr auf das Eis, selbst die Fischer nicht. Aber der Winter hatte deren Seele so ausgedörrt, dass einige es dennoch riskierten. Doch an diesem Tag war außer Boris niemand da, auch keine Fische. Es gab manche Fastfische, aber er war augenscheinlich nicht mehr schnell genug für die tatsächlich Fische. 3. Die Geschichte unseres Fischers, der hier den Köder mit dem Haken durchstach und der älteste Jude in Birobidzhan war, fängt 1932 an, also 75 Jahre zuvor. Da war er 5 Jahre alt. Den Anfang einer persönlichen Geschichte kann nur die Person selbst bestimmen. Und Boris' erste Erinnerung galt für ihn seit jeher als Anfang seiner Geschichte. Sie beginnt im Januar 1932, einem harten Winter, ganz in der Nähe des winzigen Städtels Ljubomel, 150 Kilometer südöstlich der heutigen polnisch-belarussisch-ukrainischen Grenze. Der kleine Boris war auf dem Nachhauseweg, nachdem er dem Vater beim Eisfischen zugesehen hatte. Der Schnee wirbelte in dicken Flocken umher und Boris hatte Schwierigkeiten, vorwärts zu kommen. Sein schwarzer, viel zu großer Mantel, eine Leihgabe des kürzlich verstorbenen Mannes der Nachbarin, verfing sich zwischen seinen Beinen und klebte alle paar Schritte am gefrorenen Boden fest. Durch die 3 Löcher im Mantel, die vermutlich mit dem Tod seines früheren Besitzers zusammenhingen, brannte die Kälte auf Boris' Haut. Noch während er an seinen Vater dachte und sich fragte, wie er wohl diesen Schneesturm überleben würde, beschloss er, dass es seine Schuhe waren, die sein Vorwärtskommen behinderten, und zog sie kurz entschlossen aus. Seine Schuhe in der rechten Hand, die Brotdose seines Vaters in der linken, sah er schon das erste Haus, Lubomels, als er plötzlich seinen Körper nicht mehr spürte und auf ein Bett aus Eis und Schnee sank, nicht mehr fähig, die Farben um sich herum zu unterscheiden, nur grau, grauselig. Was geht durch den Kopf eines 5-jährigen Kindes, wenn es auf seinem Sterbebett liegt? Eine Stunde später, oder waren es 3 Minuten, spürte er eine kleine Hand, die seine geschlossenen Augenlider sanft berührte. Eine Welle plötzlicher Wärme überschwemmte ihn. Es war das erste Mal, dass er das Mädchen sah. Sie bewegte sich nicht, schaute ihn nur an, starrte sogar. Auf den ersten Blick war ihre Haut kaum vom Schnee zu unterscheiden. Ihre Haare waren schwarz und kitzelten angenehm, als sie sich schließlich zu ihm beugte, ihr kleines Ohr auf seine Brust legte und dem Schlagen seines Herzens lange Minuten zuhörte. Danke, Irina Schönen. Das war der Anfang aus Birobidzhan von Tomer Dotan-Dreyfus. Deborah Feldmann, Sie haben dieses Buch mitgebracht. Was fasziniert Sie daran? Also ich liebe dieses Buch wahrscheinlich aus einfachen Gründen. Weil das Buch an sich sehr sinnlich ist und sehr einzigartig und sehr berührend, so wie man viele gute Bücher erlebt, aber sie ist auch ein Buch, das nicht unbedingt verstanden werden soll und das deshalb nicht verstanden werden muss. Und das finde ich ganz neu. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so Schwierigkeiten hatte, ein Buch zu verstehen und trotzdem es so liebte. Ich habe es mehrmals gelesen, 3-mal insgesamt und jedes Mal war das ein anderes Buch. Fangen wir von vorne an. Birobidzhan ist ein echter Ort. Gibt es seit den 30er Jahren, als Stalin
versucht hat, einen sozialistischen Zion zu errichten innerhalb Russland, ein autonomisches jüdisches Oblast, wo Juden hinwandern konnten und ein, im Prinzip einen jüdischen Staat innerhalb des sowjetischen Staates etablieren. Genau. Da sind viele Idealisten auch dahin gegangen, viele Pioniere. Jiddisch war auch die Amtssprache und ist es offiziell bis heute noch. Aber es war ein sehr unwirtlicher, also klimatisch, klimatisch und wahnsinnig kalt im Winter. Genau, und Juden haben tatsächlich in der gesamten Geschichte von Birobidzhan nie die Mehrheit gebildet. Das heißt, es ist im Prinzip ein gescheitertes Projekt. Und der Autor, die Hauptfigur dieser Erzählung, also nicht der Autor des Buches, sondern der Autor in der Erzählung, versucht ein alternatives Birobidzhan in einem Labor, wo er versucht, über die Bedingungen zu verfügen. Und in diesem Birobidzhan läuft alles wunderschön. Es ist ein ganz großer Erfolg. Man erfährt von keinen historischen Ereignissen. Also nichts von außen scheint diese Welt zu berühren. Das Außer einzige die Zeitung, die alle zwei Wochen kommt. Genau. Und man muss es wissen, wann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, um zu verstehen, dass das Ereignis der Zweite genau. Weltkrieg man ist. Weiß, es wird nicht genannt, aber man merkt. Es ist September 1939 genau. Und der Krieg begann Ende August 1939. Thomas Sträßle, wie fanden Sie dieses Experiment, dieser Utopie, dieses Raumes für jüdische Menschen? Anstrengend, wahnsinnig anstrengend. Und zwar, weil es so überanstrengt ist, weil es so wahnsinnig viel will, dieses Buch. Ich meine, es ist ganz bezeichnend. Sie haben gesagt, man muss es vielleicht nicht verstehen. Ich will es auch dann irgendwann nicht mehr verstehen. Ich aber auch gehen nicht Sie dreimal. Zu Herzog. Also die Idee ist, man lässt ja, los und dann kommt sie. Es ist ein extrem abweisendes Buch. Also er sagt, es ist ein Experiment und ich bin der Versuchsleiter. Und es kann sein, dass es unverständlich wird. Macht nichts, ich tue es ja nur für mich selbst. Das sagt er auf der zweiten Seite. Da muss ich sagen, tu das, aber lass mich damit in Ruhe. Wieso muss ich es dann lesen? Es kommt eine Unzahl an Figuren vor. Zu den wenigsten kann man irgendeine Beziehung knüpfen. Es gibt programmatisch ein irrer Zeitsprung nach dem anderen. Damit hätte ich auch kein Problem, wenn das nicht noch so pseudophilosophisch eingefasst wäre mit einer Zeitreflexion, die aber auch schwer unterkomplex ist. Also wenn man die Philosophie des Zeitdenkens ein bisschen kennt. Ich meine, hey, da stehen Sätze drin wie, es gibt eine objektive Zeit, das ist die Zeit der Physiker, das ist die Zeit, die sie auf einen Operationstisch, das ist auch gleich noch ein Metaphernsprung, aber egal, legen und dann gibt es die subjektive Zeit. Merke, die ist mal schneller und mal langsamer. Das wusste ich gar nicht. Es ist ein Bouquet aus Stilblüten. Also da gibt es Sätze drin, zum Beispiel heißt es einmal, dass am Abend knurrte ein Auto langsam in eine Kleinstadt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Oder dann erfindet er Wörter wie zum Beispiel Flüsternis. Das ist okay, aber weil er uns nicht zutraut, dass wir es verstehen, kommt dann eine Apposition, eine Bemerkung, nämlich das flüsternde Gerede. Ich glaube, also, er traut uns eigentlich ziemlich noch, viel zu. Nein, man wird dann auch noch für blöd verkauft. Nein, er traut uns das Entscheidende eben nicht zu. Er überfordert uns gezielt und überanstrengt uns gezielt, aber da, wo es dann ein bisschen schwierig wird, wo er stolz ist auf seine stilistischen Trouvaillen, da muss er sie dann gleich auch noch erklären und zeigen, wie toll die sind. Also ich fand das Buch anstrengend, haben Sie gesagt. Anstrengend, ja. Also ich versuche mal eine Zwischenposition einzunehmen. Ehrlich gesagt habe ich auch lange gebraucht, um in das Buch hineinzufinden. Ich habe mich aber dann nicht gehen lassen, sondern ich habe angefangen, ein Schema zu zeichnen, um die verschiedenen Generationen, die im Städtel wohnen und die Familien zu verstehen. Und als ich es mal verstanden habe, was die Verstrickungen sind, fand ich das Buch nur noch genial, ehrlich gesagt. Und was mich besonders fasziniert hat an der Geschichte, ist diese Diskrepanz zwischen der Größe der Utopie, also eben es ist eine sozialistische Utopie, das ganze Geld wird geteilt, es ist ein sicherer Ort für Jüdinnen und Juden während und nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird auch als dieses Naturparadies in Sibirien verkauft auf Propagandaplakaten
Und dann steht das im Gegensatz zu dieser furchtbaren Enge in diesem Städtel. Also wir haben von außen diese dunklen Wälder, die Wölfe und die Bären, die quasi eine Grenze schaffen. Und dann auch in der Gemeinschaft sitzen alle so sehr eng aufeinander. Und ich glaube, wenn ich an meine Lektüre-Erfahrung zurückdenke, dann ist es wirklich dieses Spannungsfeld, das mich schon dazu gebracht hat, so wirklich immer wissen zu wollen, wie es weitergeht. Und auch sprachlich passiert ja unglaublich viel. Thomas Dothan Dreyfus erfindet ja Worte, aber geht auch wunderbar mit Sprache um, wie ich finde. Also mir ging es ähnlich wie Ihnen am Anfang, wollte ich alles unter Kontrolle bekommen, weil ich ja für diese Sendung auch wissen muss, wann, wo, was spielt und welche Figuren wann vorkommen. Irgendwann habe ich aufgegeben, ich habe keine Eselsohren gemacht, ich habe nichts mehr angestrichen und habe mich einfach dem Lesefluss hingegeben, wie das eigentlich verlangt wird. Dann machen Sie doch mal ein Beispiel für eine schöne Sprachschöpfung, die sich darin... Okay. Okay. Ich glaube, ich verstehe, woher Sie kommen. Ich komme aus einem ganz anderen Winkel. Ich sehe hier sehr viel von der jiddischen Literatur. Mhm. Auch dieses Mädchen, dieser Geist, hat genau. Ja, also in den Kritiken stand viele Referenzen. Magischer Realismus. Ich war so, nein, das ist jiddische Literatur. Da ist nirgendwas hier ist magisch, aber manchmal ist es absurd, manchmal ist es tragikomisch. Okay, nehmen wir ein Beispiel. Ein Ort wird beschrieben, als läge es wie ein Kartoffel in der Erde. Was halten Sie von dieser Beschreibung? Ja, ist okay. Ist okay. Was halten Sie von mir? Spielt es sofort auf eine ganz alte Sichtweise auf die Welt an. Und zwar, ich denke zum Beispiel an die Narren aus Chelm. Kennen Sie die Tradition, die Narren aus Chelm oder Schildbürger zum Beispiel? Ja, es kann natürlich schon sein, dass ich hier gewisse Hintergründe nicht kenne. Aber dann ist es auch ein Buch, von dem man sagen muss, ja gut, dann schließt es halt einen guten Teil der Leserschaft aus. Also wenn ich wenn ein Ort wie ein Kartoffel in der Erde beschrieben wird? Es gibt hier zum Beispiel auch Gedichte drin. Ich meine, da macht er so Wortspiele wie das Wort Wahnvorstellungen. Und es ist eine Freiheit des Gedichts, ein Wort aufzusplitten. Er macht dann daraus Wahnvorstellungen. Wahn groß geschrieben, vor klein geschrieben, Stellungen groß geschrieben. Das ist kein origineller lyrischer. Hat irgendjemand Wahnvorstellungen? Ich will gar nicht wissen, welche Stellungen hier gemeint sind. Also es ist einfach sehr gesucht. Ich verstehe und ich finde auch gut. Es ist ein ganz anderer Tonfall, als man das sonst sieht. Es ist ein sehr geschlossener Schauplatz. Mhm. Es ist auch kein Zufall, dass Sie bei der Nacherzählung des Romans mit dem Schauplatz angefangen haben. Mhm. Es ist ein absolut in sich geschlossenes Experiment, wo er ab und zu mal was reinwirft und dann drauf... Er verliert die Kontrolle und es kommt von außen Sagt er aber, dass er dann eine Figur reinwirft und dann schaut, wie sie dann reagiert. Und ich finde aber schon, der Roman regt auch total zum Denken an. Also ich finde, Sie sind jetzt sehr hart mit diesem Buch, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese Elemente, die in jeder Generation immer wieder kommen. Es gibt das schweigende Mädchen, genau. Es gibt die Bärenjäger, die Ulmen und so weiter. Und man fängt dann schon beim Lesen sich auch an zu überlegen, okay, was könnte das bedeuten? Und eine These, die ich hatte, war, dass es zum Beispiel wichtig sein könnte, Probleme kollektiv, gemeinschaftlich anzugehen, weil sonst jede Generation die wieder von Neuem durchkaut. Und dann findet man auch Zitate, zum Beispiel von einem Protagonist, der heißt Alex. Und der sagt dann, ja, alles, was unter den Teppich gekehrt wurde, kehrt irgendwann zurück, um die Utopie zu zerstören. Mhm. Und es gibt immer so dieses schummernde Böse und eine große Mystik irgendwie auch. Und ich fand das eigentlich wirklich richtig toll. Mhm. Aber also alles wiederkehrt, was unter den Teppich gekehrt wurde... Okay. Das ist der Mechanismus des Verdrängten, Sie werden die Sprache das dann nie irgendwann gut in einer verwandelten Form wieder auftaucht. Das ist richtig, aber das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Die Sprache versucht sehr viel und wenn Sprache viel versucht, ist es oft so, dass es manche entfremdet und manche näher bringt. Mich hat es sehr nahe gebracht, weil ich diese Tradition sehr, als sehr vertraut empfunden habe und das hat mir ganz viel Wärme gegeben, ganz viel Inspiration. Aber ich kann das total verstehen, wenn es nicht Ihre Sache ist. Aber ich würde dann noch fokussieren wollen auf die ganz großen Fragen, dann, die in dem Roman aufgeworfen werden. Und zwar geht es hier darum, was heißt
ist jüdisch sein. Mhm. Und daraus geleitet, was heißt irgendwelche Identität? Mhm. Wenn sie abgeschottet ist von anderen Identitäten, wenn sie abgeschottet ist von einer Welt, die sie dann mhm. bedroht oder etwas auf sie projiziert, was passiert mit dem Jüdischsein mhm. in diesem Fall, wenn nichts von außen da ist, um irgendwie darauf einzuwirken? Ist man dann noch jüdisch? Und dann am Ende merkt man immer, die Utopie wird zerstört, wann auch ein Einfluss von außen kommt. Also das fand ich auch eine sehr interessante Gedanke. Oder wenn die Figuren nach außen gehen. Oder wenn die Figuren versuchen genau. zu gehen, aber die Figuren schaffen das nicht ja. wirklich zu gehen. Und für mich war das die Frage, die schon sehr alt ist und die ich mir selber auch gestellt habe, heißt das Jüdischsein eigentlich nicht nur, dass man nie nicht jüdisch sein kann? Mhm. Und ist das nicht so, dass die Ideen, die anderen über unsere Identität haben, mhm. das Einzige ist, was unsere Identität ausmacht? Und dass sobald wir diese Ideen wegkriegen, wissen wir gar nicht, was es wirklich heißt? Das ist eigentlich das Fazit dieses Buches auch. Also wenn man dann darüber nachdenkt, wenn man sich dieser Sprache hingibt oder eben nicht. Ich glaube, wir drei sind uns einig. Eine klare Empfehlung. Thomas Stressel ist anderer Meinung. Ich habe... Das ja, werden wir nachher noch mal tiefer besprechen. Jetzt müsst ihr mich nicht so als Ordnungsfanatiker hinstellen. Ich lasse mich schon auf Bücher ein, die die Unordnung erzeugen. Ich Aber mich das auch hat auf, sie nicht ich überzeugt. Ich habe auch keine Angst vor Unverständlichkeit. Ich habe eher eine Allergie gegen Gesuchtheit und gegen Überanstrengung. Gegen Mut und Courage und was Gewagtes, so. Ist klar. Es läuft so, mir aber... Wir kommen zum nächsten Buch, beziehungsweise hier noch eine Ergänzung zu Birobidzhan, ganz anders geschrieben, aber beim Lesen über den Ort Birobidzhan musste ich an die Judendörfer in der Schweiz denken. Denn im 17. bis 19. Jahrhundert durften sich jüdische Menschen in der Schweiz ausschließlich in Endingen und Lengnau niederlassen. Eben, das sind die sogenannten Judendörfer im Kanton Aargau. Und der Schweizer Schriftsteller Charles Lewinsky hat an dem Ort oder an diesen Orten die fiktive Familiengeschichte Melnitz geschrieben. Und das möchte ich Ihnen gerne schenken, Deborah Feldmann. Es ist ein Stück Schweizer Geschichte in einem packenden Familienroman. Toll. Dankeschön. Und damit kommen wir zu Melikiak. Wenn Sie diesen Namen noch nie gehört haben, dann bitte merken Sie sich diesen jetzt. Denn Melikiak ist eine herausragende Autorin und Schriftstellerin. Und alles, was ich von ihr lese, ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass sie extra für mich geschrieben hat. Ich höre ihre Stimme, aber sie hat nicht extra für mich geschrieben, denn sie kennt mich gar nicht. Aber ich kenne ihre Texte und weiß auch, dass sie sich einen Namen gemacht hat in Deutschland mit Kolumnen, mit ihrem ersten Roman Frau sein. In Frau sein erzählt die Protagonistin des Romans von ihrer fast kompletten Erblindung und über ihr Nachdenken als Kind von Einwanderern. Die Mutter war Putzfrau, der Vater Arbeiter. Und ich freue mich umso mehr, dass jetzt dieses Buch, Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an, herausgekommen ist. Und ich bitte Irina Schönen, einen Ausschnitt zu lesen, bitte. Was ich jetzt verraten werde, ist überhaupt nicht exklusiv. Mein Vater hat Krebs. In diesem Moment könnten sich Tausende von Menschen in meiner Stadt, Hunderttausende in Deutschland, Millionen auf der Welt dazustellen und sagen, das Gleiche ist uns passiert. Genauso viele würden sich melden, wenn ich erzählte, jemand aus unserer Familie hätte Mukoviszidose oder Herzprobleme oder Bluthochdruck. Denn immer hat irgendwer irgendwas. Mein Vater hat Krebs. Ich habe es auch. Vielleicht mache ich die Krankheit meines Vaters zu meiner Krankheit, sein Schicksal zu meinem, weil ich nur einen Vater habe. Ich bin co-krank mit Co-Krebs. Der Krebs ist reich an Details. Der Krebs ist ein Karzinom. Er kann schnell wachsen oder langsam. Er ist gut eingegrenzt oder nicht. Seine Zellen sind groß oder klein. So sitzt man mit anderen Verbündeten in der Krankenhauscafeteria und stellt Fragen, indem man Begriffe hin und her wirft. Karzinom? Kleinzellig? Ach so, oh je. Schlecht differenzierbar. Ach Gott, ja dann, alles Gute. Und bei Ihnen? Was? Die zweite Drainage? Das hatte mein Vater auch. Na du liebes bisschen, jetzt auch noch das Herz. Na dann, wird hoffentlich wieder. Manches wird übrigens wirklich wieder.
Die Kontrastflüssigkeit im Computertomographen warf einen ungünstigen Schatten auf Vaters Leber, wodurch sich die arme, unschuldige Leber eines weiteren Tumors verdächtig machte. Manches erledigt sich von selbst. Andere Verdachtsmomente aber erhärten sich, werden real, sind da. Und egal wie die Sonne steht, ihr Schatten bleibt und rückt nicht weg. Vater hat Krebs. Ich bin sehr traurig. Vielen Dank, Irina Schönen. Das war der Anfang aus Herr Kiak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an. Nina Kunz, was begeistert Sie an diesem Roman? Also ich habe dieses Buch ausgewählt, weil ich auch schon sehr lange ein Fan bin von Meli Kiak. Und ich habe bei der Lektüre auch wieder einmal gemerkt, warum. Denn ich glaube, das ist das schönste und das dringlichste Buch über Krankheit, das ich je gelesen habe. In diesem Text verbringen wir sehr viel Zeit im Krankenhaus. Wir haben es gehört, weil die Protagonistin einen Vater hat, der an Krebs erkrankt ist. Und da in diesem Krankenhaus-Setting tun sich dann die verschiedensten Themenfelder auf. Also es geht um Mitleid. Die Tochter will dem Vater auf keinen Fall auf die Nerven gehen mit ihrem Kummer. Es geht um die Brachialität von Krankheit. Also da werden so Schläuche durch die Rippen geschoben. Es geht darum, wie diese sterile medizinische Sprache ankommen kann bei Menschen, die nicht in der deutschen Sprache zu Hause sind. Es geht darum, dass der Vater in der Türkei geboren wurde und sehr lange in Deutschland in einer Fabrik gearbeitet hat und Dämpfe eingeatmet hat. Es geht also auch um die Frage, wie sinnvoll ist es, Krankheit zu individualisieren. Und es geht um Isolation. Also diese Krankheitserfahrung ist extrem isolierend für den Betroffenen, aber auch für das ganze Umfeld. Und dann neben diesem Erzählstrang gibt es noch einen zweiten Erzählstrang. Und da erzählt der Vater der Tochter die Familiengeschichten. Und das sind alles so ein bisschen Cowboy-Geschichten. Meine Liebste ist etwa, dass der Vater erzählt, dass der Großvater angeschossen wurde. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, goodbye, obwohl er eigentlich nur Kurdisch sprach. Auf jeden Fall hat mich dieses Buch dazu angeregt, über Trauerkultur nachzudenken und über Verzweiflung. Und das Buch ist auch voller wirklich perfekter Sätze, wie zum Beispiel, man ist so einfältig in seiner Liebe. Und das Verrückte an diesem Buch ist einfach, man liest es zu Ende und denkt nicht, Tod und Krebs. Oder zumindest ich dachte mir, was für ein Geschenk ist das Leben. Und das Buch erschlägt einen nicht. Also man hat zwar immer wieder Tränen in den Augen, aber man lächelt und lacht auch immer wieder. Wie macht das Meli Kiak? Warum ist es kein schweres Buch? Weil sie hat so einen bitterbösen Humor. Sie nimmt sich auch selbst ins Visier. Sie geht hart mit sich selbst ins Gericht. Sie spottet über sich selbst. Sie spottet immer härter über sich selbst als über die Welt, die sie anklagt. Und sie ist empfänglich für den versteckten Trost hinter jeden Hiobsbotschaft. Sie ist so wahnsinnig ehrlich über die traurigen Aspekte dieser Geschichte, aber sie ist genauso ehrlich über das Schöne, was sie immer wieder dann dahinter entdecken kann, sei es in einem Gespräch mit einem Therapeuten oder mit einem Nachbar oder auch einfach aus Erkenntnissen nach Gesprächen oder Begegnungen. Sie... Das Gespräch mit den Therapeuten fand ich besonders eindrücklich, weil der Vater weint die ganze Zeit. Er will eigentlich gehen und er weint. Und die Tochter hält dieses Weinen nicht aus. Und der Therapeut, ein deutscher Therapeut, erklärt ihr dann, warum der Vater weint. Und das ist so berührend, weil sie, die ist die deutsche Tochter mittlerweile. Und er fragt sie irgendwann, was willst du eigentlich? Und das, die Antwort fand ich so bezeichnend. Sie sagt, ich will nicht meinen Vater in der Türkei begraben müssen. Ich will ihn in Deutschland begraben. Und darin birgt für mich der zentrale Konflikt in diesem Buch. Ihr Vater kommt aus der Türkei, sie kommt aus Deutschland, sie ist aber nicht
ganz in Deutschland. Ihr Vater ist nicht ganz in der Türkei. Sie sind beide nirgendwo eigentlich ganz. Sie weiß, wenn sie ihn verliert, verliert sie die Verbindung zu der Welt, wo sie eigentlich ihre Wurzeln hat. Das heißt, sie verliert auch die Geschichten. Und die Geschichten, die eigentlich sozusagen, wir verstehen, dass ihr Vater die Geschichten erzählt, aber die Stimme, in der sie erzählt werden, ist eigentlich die Stimme der gesamten Ahnen. Mhm. Also man hört die gesamte Verwandtschaft aus diesen Stimmen und man hört, dass diese Geschichten eigentlich Geschichten über Geschichten sind. Die sind Erzählungen, die so oft wiederholt wurden, dass sozusagen man weiß, wie oft die weitergegeben wurden. Man kriegt das mit in der Stimme und man hört, dass die Geschichten sich auch ständig verändert haben und dass über sie sie auch verändern wird. Ja. Thomas Sträßle, ich meine, dieses Buch zeigt auch sehr vieles über kulturelle Unterschiede. Das fand ich auch sehr bezeichnend, wie Melikiyak bzw. die Figur in Melikiyaks Buch für ihren Vater türkische Mahlzeiten kocht, weil er mit diesem deutschen Abendbrot wenig anfangen kann. Darüber musste ich lachen einerseits, obwohl es tief traurig ist. Und auch sie sagt an einer Stelle, wieso gibt es in den Krankenhäusern keine Samovars und zählt dann alle Nationen auf, die Tee aus dem Samovar trinken würden. Das war Das ist eine der gesellschaftspolitischen Dimensionen dieses Buches. Die andere ist ja, dass dieser Krebs, von dem hier die Rede ist, das ist ja, heißt es einmal, ein Gastarbeitergeschenk. Mhm. Das ist ein Lungenkrebs, der entstanden ist durch diese Dämpfe. Der Vater musste für die Raumfahrtindustrie Kupferdrähte lackieren und hat immer Schicht gearbeitet, Nachtschicht, das wird auch beschrieben, wenn die Kinder gewartet haben, dass er sie dann am Morgen wieder weckt und Papa halt durch, auch diese Nacht. Und der Krebs, den er sich dann holt, ist letztlich auch, ja, zumindest zum Teil, ein Ergebnis dieser Arbeitssituation. Also das ist ein fabelhaftes Buch, das muss man wirklich sagen. Also das, und der Tonfall wurde jetzt hier schon beschrieben, der ist immer echt, der ist nie weinerlich, der ist zum Teil auch hart gegen sich selbst, hart gegen die Gesundheitsindustrie, die da umgeben ist, aber immer wirklich authentisch. Und sie kann eben an ganz kleinen Details Dinge zeigen, die dann nicht aufdringlich sind. Also zum Beispiel, der Vater hat einen Lieblingspullover und irgendwann stellt sie fest, der Kragen dieser Lieblingspullover sieht nicht mehr so gut aus. Dieses Lieblingspullover sieht nicht mehr so gut aus. Wieso? Weil er sich ständig die Haare abzupft, die ihm vom Kopf fallen. Und das sind ganz kleine Details, die sehr unaufdringlich in diesen Text hinein montiert sind. Es ist auch ein Buch über die Macht des Erzählens. Mhm. Also wenn Sie nicht mehr weiter wissen und wenn Sie in Ihrer Verzweiflung nicht mehr weiter weiß und der Vater auch nicht, dann sagt er, Papa, erzähl mir wieder eine Geschichte. Und dann kommt wieder eine Geschichte. Und je nachdem, wie gut es ihm geht, ist es eine kürzere oder ist es eine längere Geschichte. Und das alles, es hat auch lustige Passagen, und das alles, obwohl es ein super düsteres, ich meine, all diese medizinischen Details, also wer zu Hypochondrismus neigt, sollte das Buch oder nicht sogar lesen. Die schwere Sünde des Nikotinkonsums pflegt, sollte dieses Buch vielleicht in guten Momenten lesen. Das Buch ist ja auch ein Buch, das Trost spendet für mich, weil es ein Liebesbuch ist. Mhm. Es ist ein Buch über die Liebe. Und es endet nicht mit dem Tod, sondern mit dem Überleben. Ja genau. Aber wir dürfen nicht über den wunderbaren Schluss. Ich finde, das Ende ist jetzt nicht 100% klar. Das Ende ist nicht 100% klar, aber es ist das ist der Moment, das ist der Höhepunkt für mich des ganzen Buches. Wobei wir jetzt nichts verraten haben, sondern eigentlich eine falsche Fährte gelegt haben. Okay. Diejenigen, die wissen wollen, wie die richtige Fährte ist, die müssen das Buch lesen. Wir lassen das jetzt stehen. Ich gebe Nina das Wort. Ich möchte trotzdem nochmals über diese Sorgfältigkeit der Sprache sprechen, weil das Buch beginnt mit dem Satz, mein Vater geht wie eine betrunkene Ballerina. Weder trinkt er, noch kann er tanzen. Und so geht das ganze Buch weiter. Und ich glaube auch wirklich, dass es aushaltbar wird, das alles, weil sie so eine starke Erzählerin ist. Und ich musste beim Lesen auch immer wieder an das Thema Zeit denken. Da man hat ja wirklich das Gefühl, auf diesen 220 Seiten ist kein Satz zu viel, kein Satz zu wenig. Und ich dachte, naja, wenn man mit einer Person konversiert, die vielleicht bald stirbt, hat man vielleicht auch das Gefühl, dass jeder Satz zählt. Alles hat diesen Pathos und das ist anstrengend, aber irgendwie auch total intensiv. Und ich habe auf jeden Fall
zwischen der Sorgfältigkeit der Sprache und dem Inhalt des Buches eine total große Parallele gesehen. Mhm. Sie kann es sich eben auch erlauben, Weisheiten aufzutischen, die wir eigentlich kennen. Also irgendwann im Zustand der größten Verzweiflung sagt sie, irgendwie fragt man sich doch, wieso am Ende der Tod steht. Mhm. Das nimmt man ihr keine Sekunde übel, weil das nicht mit diesem pompösen Gestus von ich erkläre euch hier jetzt eine Wahrheit daherkommt, sondern in einem ganz anderen Tonfall. Und ich glaube, der krasseste Satz war für mich einer, wo sie schreibt, mein Vater hält die Schmerzen nicht mehr aus. Mhm. Und es schaudert einem, weil man weiß, das stimmt. Was Sie sagen da mit dem jeder Satz zählt, ist natürlich interessant zu erwähnen, dass dieses Buch vor 10 Jahren schon mal erschienen war, in einer viel größeren Form. Und sie hat es komplett überarbeitet, hat sie in einem Interview gesagt und gesagt, es ist jetzt ein neues Buch und hat sehr wenig mit dem von 2013 zu tun. Was interessant aber ist, dass zwischen 2013 und jetzt sind schon einige Bücher in der deutschen Sprache über Gastarbeiter, Väter und so erschienen. Inzwischen ist es eine Genre und man kann sagen, sie ist die Königin dieser Genre. Sie hat diese Genre in Deutschland überhaupt ermöglicht. Die ist übrigens auch eine sehr wichtige kulturelle Figur in Deutschland. Ohne diese Frau würde es uns da viel, viel schlechter gehen. Also ich bin sehr dankbar, dass es sie gibt. Und ich muss noch mal sagen, dieses Buch ist so eine Art Buch, das mir hilft, die Welt zu verzeihen. Wir kommen zu Elizabeth Strout. Elizabeth Strout ist eine US-amerikanische Autorin, die ich erst vor kurzer Zeit für mich entdeckt habe. Ich habe nämlich dieses Buch mit Blick aufs Meer, Olive Kitteridge heißt es auf Englisch, habe ich zahlreiche Mal geschenkt bekommen und es nie gelesen wegen des Covers, wegen dieses Sonnenuntergangs hier auf dem Cover. Ich dachte, was hat das Buch mit mir zu tun? Aber wie wir alle wissen, sollte man ein Buch nicht aufgrund seines Covers be- oder verurteilen. Ich habe es dann irgendwann mit in die Ferien genommen, fing an zu lesen, dachte zuerst so, naja, und irgendwann war es einfach um mich geschehen. Und jetzt verschenke ich dieses Buch ständig, weil ich es so gut finde. Und hier steht auch, ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis. Also Elizabeth Strout hat für Olive Kitteridge den Pulitzer-Preis erhalten. Und vor 10 Jahren ist dieser Stoff auch als Fernsehserie herausgekommen. Ich war sehr glücklich, als ich gesehen habe, dass jetzt am Meer rausgekommen ist. Das Cover ist ein bisschen schöner als das da, finde ich. Ein bisschen. Ein bisschen. Es heißt jetzt Am Meer mit Blick aufs Meer. Auf Englisch heißt dieses Buch Lucy by the Sea. Eigentlich ein viel glücklicherer Titel. Lucy ist die Protagonistin in diesem Roman. Sie ist Schriftstellerin und als die Pandemie ausbricht und sie noch in Manhattan lebt, packt sie ihr Ex-Mann William, mit dem sie sehr eng befreundet ist und mit dem sie auch 2 Töchter hat, er packt sie in ihr Auto und nimmt sie mit nach Maine. Dort beziehen sie ein wunderschönes Haus mit Blick aufs Meer. Sie ist eine Figur, die ich interessant finde, vor allem auch, weil sie mir auf die Nerven gegangen ist, weil sie fast 70-jährig als Schriftstellerin keinen eigenen Gedanken fassen kann, immer im Dialog ist mit ihrem Ex-Mann, im fiktiven Dialog mit einer fiktiven Mutter. Das hingegen fand ich sehr schön. Sie ist immer bei ihren Töchtern, sie friert die ganze Zeit, sie macht ihrem Ex-Mann Snacks, wenn er auf einen Ausflug geht. Er besorgt ihr Decken, weil sie friert. Er braucht sie aber auch. Und es ist komplexer, als wie ich das jetzt zusammenfassen kann. Und diese komplexen Familienverhältnisse, die schafft Elizabeth Strout wunderbar zu beschreiben, also in all ihren Büchern und auch hier, wie ich finde. Thomas Stressle, Sie schauen schon so kritisch. Nein, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nachdem ich mich vorhin so... Nein, Sie dürfen sagen, was Sie denken. Ich werde jetzt ein bisschen Sie sind dafür werde, da, dass sagen Sie so, sagen, werde was Sie denken. Meinen Tonfall mäßig. Es ist natürlich ein, es ist natürlich ein absolut... Wenn Sie Ihren Tonfall mäßigen, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich fühle mich ein bisschen unter sozialem Druck jetzt. Aber ich frage Sie anders, wie macht das Elizabeth Strout es hier? Es ist natürlich ein absolut routiniert gemachtes Buch. Das merkt man, es ist allglatt. Es hat überhaupt keine Widerständigkeiten. Ich kann mir auch gut erklären, wieso das so ein Erfolg ist. Es ist Top 10 Spiegel-Bestsellerliste. Es hat ein sehr hohes identifikatorisches Potenzial, weil wir alle erinnern uns an die Corona-Maßnahmen.
Wir alle erinnern uns an die Masken und an die Abstände, die auf die Boden gezeichnet waren und so weiter. Also das führt uns in eine Welt ein, die wir eigentlich kennen, auch wenn es in Maine spielt. Das Buch tippt auch alle Themen an, also Rassismus kommt vor, George Floyd kommt vor, Klimawandel kommt vor, weil der William will jetzt auch noch gegen, weil der ist Parasitologe, will da, damit die Kartoffel ernten, sind wir übrigens wieder in Kartoffeln, damit die ohne Klimawandel weniger, ja, weniger leiden. Da kommt eine non-binäre Figur kommt auch noch vor. Also es kommen alle Diskurse der Gegenwart, außer Nachhaltigkeit, kommt nicht vor, habe ich vermisst. Kommt Digitalität kommt auch vor. Es heißt einmal so schön, das Internet hat so viele Dinge möglich gemacht, gute wie auch schlechte. Auch das ist eine erstaunliche Erkenntnis, die wir in diesem Buch gewinnen. Und was sie aber wirklich kann, ist diese Familienkonstellation zu beschreiben. Also Verhältnis der Mutter zu den beiden Töchtern, die Wirren der beiden Töchter. Aber sie geht auch vielem aus dem Weg. Also sie spricht immer von zwei Müttern. Sie hat eine reale, faktische, böse, strafende, schlagende Mutter gehabt. Biologische und sie Mutter, hat eine, genau. Sagen wir mal, biologische Mutter. Und sie hat eine Mutter, eine liebende Mutter, die sich ausgedacht hat. Da geht sie überhaupt nicht in die Tiefe und da geht sie überhaupt nicht daran. Zum Glück geht es dann in die Tiefe, nicht in die Tiefe. Wahrscheinlich wirklich interessant würde. Darum sage ich, es ist allglatt. Aber allglatt heißt auch ein bisschen oberflächlich, aber es ist ein, sagen wir mal, ein harmloser Lesespaß, den man sich mal geben kann. Klare Worte von Thomas Sträßle, Nina Kunz. Also ich habe das Buch auch mit sehr viel Ambivalenz gelesen. Ich fand diese Corona-Stimmung schon interessant, vor allem, weil ich es schockierend fand, wie sehr ich diese Zeit verdrängt habe und wie vieles ich vergessen habe. Aber ich fand, die Figuren sind so privilegiert, dass es manchmal etwas absurd wird. Und das hat vielleicht mit dieser Aalglätte zu tun. Es gibt zum Beispiel eine Episode, da reisen William und Lucy von Maine, von ihrem schönen Haus am Meer, nach Connecticut, wo die beiden Töchtern Lockdown machen mit dem Ehemann der einen Tochter. Und die Eltern dieses Mannes kommen von Florida, von einer Reise zurück. Und der Vater will sich einfach nicht isolieren. Und dann reisen die dahin und dann diskutieren sie und dann willigen die Schwiegereltern dann doch ein, sich zu isolieren. Und die Lösung ist, dass sie das machen im Gästehaus auf dem Anwesen. Mhm. Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich gerade 30 Seiten gelesen und das ist die Lösung dafür. Und was mich auch geärgert hat, ist, dass Lucy, diese Schriftstellerin, immer aus den banalsten Alltagssituationen die großen Thesen über die Welt ableitet. Also einmal gehen sie zum Beispiel Eis essen und dann gibt es Leute mit Maske und es gibt Leute ohne Maske und irgendeine Person sagt sowas wie scheiß Touris. Und dann, weil sie aus New York kommen. Genau. Und dann hat sie eine Vision von einem Bürgerkrieg in den USA und dann sagt sie den Satz, ein Riss geht durch unser Land. Aber das stimmt, das war ja die Zeit der Präsidentschaftswahl. Ja, aber die Erzählweise. Der Sturm aufs Kapitol. Die Themen sind extrem interessant, aber die Erzählweise macht einfach, dass die Sätze total flach bleiben. Das Ding, also ich gebe Ihnen recht und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass Elizabeth Stroud ganz genau wusste, was sie macht. Also dass diese Sätze flach sind und dass sie auch diese Lucy Barton, damit hat sie mich auch wahnsinnig genervt, in jedem dritten Satz sagt sie, oh Gott, oh mein Gott, oh Herrgott, oh Gott, hilf mir, Gott steh mir bei, Gott sei Dank. Aber irgendwann habe ich gecheckt, nein, Elizabeth Stroud weiß ganz genau, was sie macht. Auch diese sehr privilegierte Familie mit den Eigentumswohnungen in Brooklyn, mit der Mietwohnung in Manhattan. Ja, die Privilegien sind ja Erstgeneration. Also die kommt ja nicht aus einer privilegierten Familie. Nein, aber sie ist aus der Unterschicht da quasi reingekommen durch diese Heirat mit William, der sein Vermögen geerbt hat. Was ja die klassische amerikanische Geschichte ist. Genau, klassische amerikanische Geschichte. Und darauf will ich auch hinaus. Also es sind politisch engagierte, wahrscheinlich Demokraten, die ganze Familie. Sie gehen zu den Demonstrationen zu Black Lives Matter, gehen sie raus, gehen demonstrieren, aber letztlich ist ihre Gruppe von Menschen total homogen, so wie im Country Club. Und klar, man kann sich darüber aufregen, aber ich fand es interessant. Für mich war es ein sehr nordamerikanisches Buch. Ich weiß nicht, wie Sie es gesehen haben.
jeden Fall nordamerikanisch. Elizabeth Stroud fokussiert sich fast ausschließlich auf Maine. Ein nordamerikanischer genau. geht es gar nicht. Ich muss zugeben, ich lese sehr selten amerikanische Literatur und ich habe bei Elizabeth Stroud keine andere von den Lucy-Büchern gelesen und ich war sehr skeptisch, weil eben Pandemieroman, will man überhaupt einen Pandemieroman lesen, habe ich mir gedacht, eher nicht. Und ich bin in Amerika aufgewachsen, aber ich bin nicht mit der englischen Sprache aufgewachsen. Ich bin nicht mit der klassischen amerikanischen Ausbildung aufgewachsen. Und für mich war die amerikanische Literatur sehr, sehr fremd. Und fremd meinte ich in dem Sinne, es schließt aus alles, was nicht diesem Mainstream-amerikanischen Bild entspricht. Also weiß, und, protestantisch, blond, genau. Country Club, Connecticut. Und ich so konnte mich nie darin finden und deshalb fand ich es schmerzhaft. Also ich fand es ausschließend, diese Literatur zu lesen. Und ich war sehr skeptisch. Und gleich am Anfang habe ich gedacht, was ist das für eine Sprache? Es ist auf gar keinen Fall sozusagen anti-banal im Sinne von Proust oder Knausgård, sodass man versucht, irgendwie aus dem Banalen doch was Schönes zu machen, indem man so banal wird, dass es nicht mehr banal ist. Also habe ich gedacht, nee, das kann sie nicht gewollt haben, das muss nicht die große Kunst dann sein. Und habe etwas Zeit gebraucht, um da reinzukommen. Und es gibt ein sehr berühmtes Bild von einem amerikanischen Bauernpaar mit so einem, wie heißt diese, Mistgabel. Und die stehen da vor ihrem Haus. Jeder kennt dieses Bild. Die haben sehr strenge Gesichter, die sind abgerockt, die haben ein hartes Leben und in ihren Köpfen ist nichts außer Kartoffel, sagen wir es mal so. Und ich hatte dieses Bild im Kopf und hab so gedacht, Lucy ist im Prinzip jede Amerikanerin. Lucy ist nicht Lucy. Lucy ist nicht eigentlich ein Individuum. Sie ist wirklich eine jede Frau, eine jede amerikanische Frau, die auf eine neue Amerika prallt. Und ich fand... Also eine neue Zeit, so die Generation, ein neues Land. Es ist ein neues Land, weil Amerika war so lange so effektiv aufgeteilt, unterschieden, also sagen wir mal segregated, dass man hat ja diesen Mythos Schmelztiegel gehabt, aber das hieß ja eigentlich nur, dass man das Fremde zerschmolzen hat, seinen eigenen Willen, also damit man sich nicht damit auseinandersetzen musste. Und in der neuen amerikanischen Zeit ist es so, dass dieser Schmelztiegel nicht mehr gelten kann. Und sie prallt auf eine Welt, in der das Nicht-Verschmolzene auf sie einwirkt. Und dieses Nicht-Verschmolzene ist eher das Thema im Buch für mich als Lucy. Das heißt, in diesem Buch geht es sehr anders als in den anderen Büchern nicht um die Hauptfigur, nicht um die Figuren, sondern um die Gesellschaft, aus der sie kommen, in der sie sich befinden. Und es ist ein Kommentar sozusagen auf diese Gesellschaft und auf diese Art von Personen. Also nicht Lucy an sich, sondern diese Art von Personen, die in Amerika, glaube ich, alle kennen würden. Karens. Ja, Jennifer. Ja, Karens, ja. Aber dann müsste sie doch eigentlich diese Gesellschaft auch noch ein bisschen vertiefter schildern. Also ich meine, was Ina Kunz gesagt hat, die Vision eines Risses, der durch dieses Land geht. Das ist, aber also Lucy ich meine, das, ist die Gesellschaft. Lucy ist es. Sie ist die Welt, ja, auf die wir blicken. Und diese Welt denkt genau so, es geht ein Riss durch unser Land. Nicht wissen, dass es schon länger sehr viele Risse durch unser Land gehen. Ja, natürlich gibt es sehr viele Risse, aber da gleichzeitig hat sie dann eben dann doch den Anspruch, die Dinge zu erklären. Also sie sieht dann irgendwelche Typen, die Trump-Anhänger sind und so. Und das alles, was sie erfahren ist, denen steht das Wasser bis zum Hals. Wir erfahren nicht über die Trump-Anhänger, wir erfahren um ihre absolute Überforderung. Also sie schaut einen Fernsehbeitrag und sie glaubt alles, was der Fernsehkommentator sagt. Wie wir bei Werner Herzog gelernt haben, muss man auch das in Frage stellen, außer man schaut den Literaturclub. Aber wenn Sie das Buch so erklären, dann denke ich, das klingt fantastisch. Es deckt sich einfach nicht ganz mit meinem Leseerlebnis, weil wenn sie Amerika sieht, hat sie immer, oder dieses neue Amerika, was Sie sagen, hat sie immer die gleiche Reaktion. Also ihre Schwester tritt ja auch so einer fundamentalistisch-christlichen Kirche bei und dann guckt sie sich auch diese Aufnahmen an vom Sturm aufs Kapitol und zuerst denkt sie, doch, ich habe Verständnis für die, ich verstehe die und dann denkt sie, nein, das sind doch Rassisten und Nazis. Steht so im Buch. Und bei den George Floyd-Protesten ist es so, dass sie zuerst denkt, oh, die bekommen alle das Virus. Und dann denkt sie, nein, aber
ist wirklich Zitat, nein, ich verstehe den Zorn, ich verstehe ihn so gut. Und es wird nie erklärt, aber es wird nie erklärt, was passiert zwischen diesem ersten Impuls und dann ihrer Erkenntnis. Mhm. Und ich hätte es so toll gefunden, wenn ich diese Prozesse, diese Denkprozesse irgendwie besser erklärt bekommen hätte. Und so war es einfach sehr flach für mich. Aber das ist Absicht, es wird ja auch immer wieder mindestens mit so Hintergrundinformationen erklärt, dass Lucy aus einer emotional verarmte Familie kommt. Sie ist eine emotional verarmte Figur. Das heißt, sie kann uns auch nichts mehr bieten. Und das fand ich eigentlich diese Gesellschaftskritik. Lucy ist im Prinzip stellvertretend für eine emotional verarmte Gesellschaft, die uns keine tiefere Erkenntnisse bieten kann, die hilflos ist. Und die auch die Sprache nicht hat. Und darum immer in diesen Oh Gott. Und für mich war das wirklich so ein, wie sagt man, Indictment. Das meine ich damit, sagt sie dann immer wieder oder erklärt, versucht etwas zu erklären und bleibt aber eigentlich im Sphärischen. Trotzdem, das Buch hat extrem Erfolg. Aus dem Englischen wurde es übersetzt von Sabine Roth. Wir kommen zu den Tipps. Keine Widerrede. Außer über Kartoffeln, aber ich glaube, es handelt nichts von Kartoffeln. Genau. Nina Kunz. Mein Tipp ist die Autobiografie von der Aktivistin und Autorin Angela Davis. Im Original erschien dieses Buch 1974. Da war Davis knapp 30 Jahre alt und hatte gerade einige Monate im Gefängnis verbracht. Im Buch geht es unter anderem um ihre Kindheit in Alabama und um ihren Aktivismus in der Bürgerrechtsbewegung. Und was mich so fasziniert hat an diesem Buch, ist, dass Davis uns aufzeigt, wie sie zu ihren politischen Ansichten gekommen ist. Und da erfahren wir unter anderem, dass sie in Deutschland studiert hat. Und meine liebste Anekdote ist, dass sie in den Vorlesungen von Adorno zuerst auch nicht so viel verstanden hat. Inzwischen ist Angela Davis 80 Jahre alt. Sie hat ein unfassbar inspirierendes Leben gelebt. Und genauso liest sich auch dieses Buch. Vielen Dank, Nina Kunz. Ich habe dabei ein Buch von einer nordmazedonischen Schriftstellerin, Rumena Bujarovska. Sie ist auch literarische Übersetzerin und Professorin für englischsprachige Literatur in Skopje. Und ich würde dieses Buch gerne Lucy Barton aus Elizabeth Strouds Roman schenken, denn es ist eine bitterböse Gesellschaftsstudie. Erzählt aus 11 verschiedenen Perspektiven, 11 Frauen, die auf ihr Liebesleben, auf ihre Beziehung blicken, mal bitterböse, mal erschütternd, mal extrem witzig, dann auch absurd. Also Rumena Bujarovska zeigt, was sie schriftstellerisch alles kann, nämlich die ganze Breite. Und in diesen Geschichten nimmt sie die patriarchalen Strukturen, die Zustände, die Geschlechterrollen, die Geschlechteridentitäten und wo man sich platziert, nimmt sie messerscharf unter die Lupe. Und spätestens, wenn man das Buch zu Ende hat, denkt man darüber nach, wo bin eigentlich ich in meinen Strukturen? Und zwar wirklich, man geht sehr hart mit sich ins Gericht, weil man einfach Dinge sieht, wo man vielleicht vorher weggeschaut hat. Gute Unterhaltung, messerscharfe Analysen. Rumena Bujarovska, Mein Mann, übersetzt von Benjamin Lange. Deborah Feldmann. Kann ich übrigens nur zustimmen. Ich habe es letztes Jahr im Urlaub gelesen und das hat mich umgehauen. Ich habe ein Schweizer Buch mitgebracht, also ein Buch von einem Schweizer Verlag. Eines der prägendsten Bücher meines Lebens, übersetzt aus dem Hebräischen. Es heißt im Deutschen Monster von dem Autor Yishai Sarit. Im Englischen heißt es übrigens Memory Monster, also Erinnerungsmonster. Es geht in dem Buch um einen israelischen Historiker, der eigentlich ein bequemes Leben haben will, rutscht aber als Historiker in die Erinnerungskulturmaschine in Israel rein, weil es eben da die meisten Karrieregelegenheiten gibt. Und irgendwann arbeitet er für Yad Vashem und leitet Touren in Polen, in den KZs für junge israelische Studierende, die da vor ihre Armeedienste hingehen. Und in diesem Buch erfahren wir, dass wir über die Erinnerung nicht verfügen. Wenn wir über Trauma erinnern, ist die Erinnerung an sich auch sehr traumatisierend und wir nicht immer über die Ergebnisse der Aufarbeitung einer Vergangenheit verfügen können. Wir erleben den mentalen Zerfall dieses Mannes, wie er selbst zum Monster oder wie er das nennt, zum Erinnerungsmonster auch wird, bis zum gewalttätigen Akt am Ende des Buches. Und der Brief
den er, also dieses Buch ist in der Form eines Briefes geschrieben. Er schreibt diesen Brief an seinem Chef, der Chef von Yad Vashem, um sich dafür zu entschuldigen, dass er zu diesem Monster geworden ist, um zu erklären, was die Erinnerungskultur mit ihm so gemacht hat und dass wir eigentlich ein bisschen mehr Ehrfurcht vor dieser Aufarbeitung haben sollten, als wir sie zurzeit haben. Yishai Sarit, Monster, übersetzt von Ruth Achlammer, erschienen bei Kein und Aber. Thomas Stressle. Ja, ich habe aus aktuellem Anlass ein Buch mitgebracht von Jean Améry, Der neue Antisemitismus. Das ist eine Sammlung mit Essays, die in diesem Frühjahr wieder aufgelegt wurden. Texte aus den Jahren 1967 bis 1978. Jean Améry, eine sehr wichtige Figur für die intellektuelle Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eigentlich in Österreich geboren, unter dem Namen Hans Meyer, war dann im KZ in Auschwitz und in Bergen-Belsen. Und er hat als aufmerksamer Beobachter die Stimmungslage zwischen 67 und 78 mitverfolgt. Zuerst in einer großen Solidarität zu Israel. Das Judentum wurde ihm von außen aufgezwängt durch die Rassegesetze, hat sie nicht selber sich gewählt. Später dann aber auch kritischer, als er erfährt, dass dort Folterungen stattfinden, plädierte im letzten Essay, also man erfährt auch die Wandlungen, es ist auch eine intellektuelle Biografie von Jean Améry, fordert er, dass man bis an die Grenzen der moralischen Kraft die Humanität unter allen Umständen verteidigen sollte. Das ist, wenn man die Ereignisse heute sieht und diese Zerrissenheit, die er dann auch am Ende hat, ein Buch, das, ja, von dem man vielleicht etwas lernt über die gegenwärtige Weltlage. Vielen Dank, Thomas Stressle. Und liebes Publikum, falls Ihnen der Lesestoff irgendwann ausgehen sollte, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Dort finden Sie nicht nur Beiträge und Kritiken, sondern auch Gespräche über Literatur. Und auch auf unserer Website finden Sie den Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Da habe ich zum Beispiel letztens mit meinem Kollegen Michael Luisi auf Schweizerdeutsch über das Buch von Anna Sommer, Tinte, gesprochen. Das ist ein Bildband, ein wunderbares Buch. Und ich möchte Ihnen auch die aktuelle Ausgabe des Podcasts ans Herz legen. Da haben zwei Kolleginnen über den Roman von Iris Wolf, Lichtung, sich unterhalten. Und wir sind fast am Schluss. Mir bleibt es noch, Ihnen allen zu danken, Ihnen am Bildschirm, Ihnen hier im Papiersaal in Zürich, Thomas Stressle, Nina Kurz und Deborah Feldmann. Vielen Dank. Nächstes Mal an dieser Stelle empfängt Sie meine Kollegin Laura de Weck. Und bei ihr zu Gast ist dann die Spoken-Word-Künstlerin, die Kabarettistin und Autorin Lisa Christ. Es gibt noch ein Gedicht von Leta Semadeni. Leta Semadeni hat letztes Jahr den Grand Prix Literatur der Schweiz gewonnen für ihr Gesamtwerk, also für ihre zweisprachige Lyrik und für ihre Romane. Und Leta Semadeni schreibt auf Rätoromanisch und auf Deutsch, immer im Ping-Pong. So entstehen ihre Gedichte. Und wir hören jetzt ein Gedicht in beiden Sprachen. Irina Schön. Algordanza. Frustschalja. La riva col grip elefant. Sulle pel dal flum una sombriva. Ecca via. Il clerai, una faccia. Erinnerung. Gebüsch. Das Ufer mit dem Elefantenfelsen. Auf der Flusshaut ein Schatten. Und drüben die Lichtung. Ein Gesicht.